damit musst du zurechtkommen, sag ich mal am Anfang. Es ist eine andere Welt. Man kann sie nicht vor Dingen bewahren, vor Erfahrungen, die man einfach machen muss. Oh mein Gott, guck mal, ich habe eine Wildcard bekommen. Wahrscheinlich das bestbesetzte Premier-Event, was es gibt in einem Jahr. Ich genieße einfach jede Sekunde dort auf dem Platz oder jede Sekunde, die ich dort einfach bin. Wie echt das dann am Ende ist, das wird sich zeigen, wenn dann wirklich dieser Konkurrenzkampf aufkommt. Dreieinhalb hat mich mein Vater zum Kindergarten-Tennis gebracht und da habe ich erstmal so als Hobby Tennis gespielt und dann hat es angefangen, dass ich immer besser wurde. Da haben wir so mit kleinen Turnieren angefangen, so wie Bezirksmeisterschaften und ja, dann wurde es halt immer besser und besser und dann bin ich so hier gelandet. Da jetzt das mit der Corona-Pandemie ist, habe ich eigentlich voll viel Zeit, hier hinzukommen. Also ich war letztes Jahr echt sehr oft hier, gefühlt jede Woche. Wenn ich in Hamburg bin, wird das erstmal geplant alles, wie ich trainiere in der Woche, wie oft ich trainiere, was ich alles mache. Und ich bin ja eine, die schon viel reist, aber ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich nicht so oft zu Hause bin und wir telefonieren jeden Tag, machen Videocalls oder was auch immer, aber vermissen tue ich die jetzt nicht so richtig, weil ich schon daran gewöhnt bin und die vermissen mich mehr als ich die. Ja. Numa ist eher introvertiert, also verschlossen, eher vorsichtig. Unter den Mädels sehr beliebt, weil immer, wie sie alle sagen, hat immer ein offenes Ohr, sehr sozial, hilfsbereit. Und auf dem Platz würde ich sagen, ist eigentlich entgegen ihrer Mentalität, da ist sie nämlich gar nicht vorsichtig, sondern ist eher so am Limit zum Überdrehen, hat sehr schnelle Schläge, ist eine athletische Spielerin, die aber auch ihr Spiel insgesamt noch ein bisschen besser strukturieren muss. Das heißt, sie spielt manchmal zu wild und will zu früh auf den Punkt gehen, aber hat alles wirklich einen sehr guten, schnellen Arm, auch beim Aufschlag. Linkshänderin noch dazu, kann das Spiel gut diktieren, guten Spin auf den Ball und tolle Ergebnisse jetzt auch gehabt bei den Turnieren, die wir spielen konnten. Ja, also es ist schon komisch, weil davor war es noch nicht so, dass da alle gekommen sind und alles. Aber jetzt wollen halt mega viele mit mir ein Interview machen, wollen so viel über mich wissen. Also man freut sich schon, wenn man sowas liest im Internet oder in der Zeitung. Aber ich persönlich mag das jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt überall lese und alles, weil für mich geht's weiter. Nochmal neben die Nastasia und jetzt. Es war auf jeden Fall ein guter Jahresabschluss von einem guten Jahr. Also ich habe echt die wenigen Turniere und so eigentlich im Großen und Ganzen echt gut gespielt. Und also ich war mega happy mit dem Finale. Numa hat gut gespielt, ich habe auch ganz gut gespielt. Also habe ich ihr auf jeden Fall gegönnt. Ich hatte wirklich gar keine Erwartungen. Und dann bin ich halt einfach ins Feld reingegangen, habe einfach mein Spiel gespielt und dann stand ich am Ende im Finale und dachte so, ja okay, wenn ich jetzt im Finale bin, spiele ich jetzt nochmal das Spiel einfach und dann habe ich es gewonnen. Auf dem Platz ist sie ja nicht so, also relativ emotionslos, würde ich sagen, und deswegen sieht es von außen manchmal ein bisschen komisch aus, aber ich glaube innerlich hat sie sich schon sehr gefreut. Sie ist eine, die auch ungern ihre Gefühlslage oder Emotionen preisgibt. Und das gehört natürlich so ein bisschen im Tennis auch dazu, vielleicht den Zuschauer mitzunehmen. Aber wir hatten ja eine, die hieß Stefanie Graf, die hat das auch nicht gerade so exzessiv gezeigt.
also ich glaube, ich habe es in dem Moment nicht so richtig realisiert, aber ich habe mich schon gefreut. Auch schon, also wo wir nach Hause gefahren sind im Auto, habe ich mich richtig gefreut. Ich habe das gesehen und ich habe das dann halt direkt, wir haben auf WhatsApp eine Familiengruppe und ich habe es da direkt eingestellt und meinte so, oh mein Gott, guck mal, ich habe eine Wildcard bekommen und alles. Und also ich habe ja letztes Jahr sehr gut gespielt und dass das so schnell geht, dass ich so viele Angebote bekomme und dann auch noch eine Wildcard und das ist alles auf jeden Fall sehr cool. Und ja, ich finde das auch richtig cool, weil ich kann mich halt mit den Größeren also messen. Seit Jahren ist es so, dass auch Porsche sagt, wir wollen den Nachwuchs pushen. Also es gibt ja auch die Kooperation mit dem Deutschen Tennisbund und die sagen, ja, die 4 Wildcards vergibt der Deutsche Tennisbund. In dem Fall bin ich als Head of Women's Tennis dafür verantwortlich, aber ich habe auch mit Rainer Schüttler gesprochen. Ich bespreche mich mit der Jasmin Wöhr, mit dem Dirk Dier. Also es ist eine Entscheidung von allen. Beim Porsche Grand Prix, glaube ich, hat sich das so ein bisschen auch rauskristallisiert aus natürlich auch ein bisschen der Altersstruktur und dadurch auch aus den Ergebnissen jetzt der Vergangenheit. Wir haben früh entschieden, dass die Alex Vecic ihre Wildcard bekommt für Leistungen gerade im letzten Jahr. Sie hat als Top 10 der Jugendweltrangliste abgeschlossen. Und dann haben wir gesagt, die Siegerin und Finalistin der Deutschen, also die Nummer hat gewonnen gegen die Nasti Schung im Finale. Die 4. Wildcard war dann offen. Da war auch eine Jule Niemeyer, die ein Tick älter ist, im Gespräch. Aber jetzt waren die Leistungen einer Julia Middendorf so gut, dass es auf jeden Fall keine Entscheidung gegen die Jule war oder auch keine Entscheidung gegen eine Mona Bartel, die zum Beispiel angefragt hat, sondern einfach eine Entscheidung für die tollen Leistungen für eine Julia Middendorf. Also ich habe es den Mädels erzählt, also ich habe es der Joelle und der Laura erzählt und die haben sich richtig gefreut für mich. Ich meinte so, komm jetzt, das schaffst du. Und ich so, ja, mal gucken, wie ich da in der Quali so spiele. Aber die haben sich schon für mich gefreut und haben mich schon angefeuert. Also ich glaube nicht, dass es so eine Konkurrenz ist unter uns. Also ich glaube, die freuen sich schon für uns und ja. Man sieht das auch, dass wir uns untereinander pushen. Man freut sich immer. Also ich habe es ja vorher erfahren, dass Nasti und Noma auch eine bekommen haben und die Alex. Und ich habe mich super, also ich habe mich mega für die gefreut. Ich habe mit Nasti direkt geredet und ich war so, oh, ich freue mich so für dich. Ich habe es einmal mitgemacht. Ich habe gesagt, genieß es halt einfach. Und ich glaube, so sind wir halt einfach auch untereinander. Da gönnt es einfach jeder dem anderen halt auch. Aber natürlich misst man sich und natürlich will man, schaut man, wie sind die anderen, möchte dann auch quasi sich daran tasten und ich finde, es ist dann ganz guter, gesunder so Wettbewerb auch. Das motiviert dann, man zieht sich dann auch so gegenseitig hoch. Wir haben unglaublich viele Wochen miteinander verbracht seit dem letzten Jahr. Also ich weiß nicht, wie viele Wochen wir hier in Stuttgart zusammen waren. Wir wohnen da wie in einer WG, sind auch immer getestet und das ist wirklich in so einer kleinen Bubble Woche für Woche. Und da lernst du dich natürlich kennen und bist so, ja, entwickelst dich miteinander weiter. Wie echt das dann am Ende ist, das wird sich zeigen, wenn dann wirklich dieser Konkurrenzkampf aufkommt. Aber ich sag denen, das versuche ich halt immer auch zu unterstreichen, dass diese gesunde Konkurrenz für alle sehr wichtig ist. Und dass, wenn eine gut spielt, dass sich alle daran orientieren und sagen, Mensch, die Nächste, die gut spielt, bin ich. Und dann kann man, so wie das in dieser jetzigen, ich sag ja immer, goldenen Generation war, dass eine wird immer gut spielen und daran können sich die anderen orientieren und dann zieht man sich so Stück für Stück hoch und das ist das, was ich mir auch von dieser Generation erhoffe, weil wir da wirklich einige gute Talente haben. Also ich glaube, es ist immer individuell auch, wie du arbeitest, wie du denkst, wie viel du auch mitbringst als Spieler, weil es nicht einfach ist, den Sprung vom Jugendtennis ins Profitennis hinzukriegen. Da wird ja sehr hart gekämpft um alles, worum es da geht. Und damit musst du zurechtkommen, sag ich mal am Anfang. Es ist eine andere Welt dort. Das ist immer noch das, was für mich am wichtigsten ist, sich das vor Augen zu führen, dass diese Welt sehr speziell ist, was nicht positiv oder negativ bewertet werden dürfte, aber
dass es einfach um brutal viel dort geht und jeder für sich einfach kämpft. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder die Möglichkeit hat, seiner Tochter oder Sohn in dem Fall einfach eine Karriere zu ermöglichen. Und da bietet Porsche einfach die besten Voraussetzungen mit dem DTB zusammen, mit den Teams, mit Junior- und Talentteam, dass du einfach die Möglichkeit hast, diesen Weg zu gehen. Und für mich ist es eine Ehre, mit einer Firma wie Porsche zusammenarbeiten zu dürfen. Und ist es für mich einfach was, wo ich mich mit identifizieren kann. Und ich versuche da einfach möglichst viel wiederzugeben und einfach eine gute Markenbotschafterin darin zu sein. Also erstmal ist es ja jetzt auch kein kleines Turnier, sondern es ist immer noch ein Premier-Event und wahrscheinlich das bestbesetzte Premier-Event, was es gibt in einem Jahr. Ich kann nur sagen, jeden Moment dort genießen, sein Bestes geben und alles aufsaugen, was es zum Aufsaugen gibt dort, weil du so viel Erfahrung sammeln kannst mit dem, was du dort an Eindrücken, aber auch teilweise von der Aura eines Spielers sehen kannst, was einfach eine Präsenz ausmacht. Also ich glaube, es ist sehr spannend erstmal für die Jüngeren, das alles zu sehen, auch wie sie sich verhalten, wie sie sich im Training verhalten, wie sie sich aufwärmen, wie sie sich vorbereiten im Training, auf Matches. Das ist natürlich bei den Topspielern extrem professionell. Wie gesagt, es geht über Essen, über Behandlungen, über das ganze Verhalten drumherum, dass wirklich alles fokussiert ausgerichtet ist auf das Match und auf die Trainingszeiten, wie man sich einen Abend vorbereitet. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so einfach, sondern muss ich dann wirklich auch Zeit nehmen und versuchen, diese kleinen Details dann rauszunehmen. Man kann sie nicht vor Dingen bewahren, vor Erfahrungen, die man einfach machen muss, aber man kann ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, dass sie irgendwie mental auf gewisse Situationen vorbereitet sind. Und ja, und eine Jule, die hat mit 22 aus dem Nichts den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Das war einer ihrer größten Erfolge und das war so, die ist so gewachsen damals mit diesem Turniersieg. Und genau das kann ja hier in einer gewissen Form auch passieren, auch wenn du einfach mal in der Quali deine Erfahrungen sammelst. Ich würde sagen, es war der besonderste, weil es einfach mein Anfang war und mein Startschuss in die Karriere, wo es wirklich darum ging, Top-Leute zu schlagen und für mich auch wahrscheinlich der unerwarteste Erfolg. Also für mich, der kam so unerwartet, dass ich gedacht habe, oh, okay, es hat dich auf einmal so getroffen wie ein Schlag ins Gesicht. Auf einmal warst du da und durftest dieses Auto runterfahren. Und am Anfang der Woche habe ich noch zu meiner Mutter gesagt, oh, wie schön wäre das, wenn wir das Auto am Sonntag da runterfahren würden. Ja, super. Und am Ende standen wir da und meine Mutter so, was hast denn du gemacht? Ich habe gesagt, ja, wir haben doch gesagt, am Anfang der Woche, wir fahren dieses Auto runter. Also das war für mich so der sicherlich irgendwo unerwarteter Erfolg vom Ganzen her. Ich würde nicht sagen, dass es immer das Schönste war, weil jeder Turniersieg und jeder an sich Erfolg, egal ob es ein Halbfinale in Wimbledon war, ob es ein Sieg über Nummer 1 der Welt, über Top 10, ich glaube, jeder Sieg und jeder schöne Moment hatte was Besonderes. Also wäre es nicht fair, das auf 1 zu reduzieren. Aber es war auf jeden Fall der Startschuss in eine sehr gute Karriere. Der Porsche Tennis Grand Prix ist so stark besetzt. Ich meine, das Hauptfeld ist, der Cut ist unter, auf jeden Fall alle sind unter den ersten 30. Das heißt, wenn sich da eine qualifizieren würde, das wäre schon eine Sensation. Es sind 3 Runden Quali. Es ist sehr auslosungsabhängig. Vielleicht kommen sie auch gegeneinander. Das kann immer sein. Dann wäre eine weiter. Da sind sicherlich Spielerinnen in der Quali dabei, wo sie schon mitspielen können, die sie schlagen können. Auch wenn die werden ja alle zwischen 50 und 150 stehen. Also es ist schon wirklich eine hohe Messlatte, aber viel wichtiger sind für mich die Art und Weise, wie sie sich verkaufen, dass sie sehen, dass sie hoffentlich nicht so weit weg sind, sondern nah dran sind. Und vielleicht kann die eine oder andere ja für eine Überraschung sorgen mit dem Rückenwind des Heimturniers. So, bei den Dartturnieren gehe ich einfach rein, weil die sind alle viel älter als ich und
die haben viel mehr Erfahrung und man kann eigentlich nur Erfahrungen da sammeln und deswegen gehe ich da einfach nur rein, spiele mein Spiel und versuche da mein Match zu meistern oder mein bestes Tennis da zu spielen und ja, dann gucke ich halt am Ende, was dabei rauskommt. Aber einfach diese ganze Atmosphäre von so einem Turnier, das saugt man dann auf, das ist bei jedem Turnier anders und wenn man noch nie so ein großes gespielt hat, dann wird es sicher anders sein und ich bin einfach mal gespannt, wie das sein wird. Es ist halt jetzt schon ein bisschen schade, dass es ohne Zuschauer ist und dass wenige Leute dann da sind. Aber ich war jetzt auch die letzten Jahre immer als Zuschauer da und jetzt halt selbst mal da zu spielen, das ist echt richtig cool. Also ich freue mich riesig. Ich genieße einfach jede Sekunde dort auf dem Platz oder jede Sekunde, die ich dort einfach bin. Und dann gucke ich einfach mal, wohin es geht.